Wir sind da. My room war so chaotisch heute fort. Hier. My bed. Meine Klimaanlage. Und jetzt kommt mein putzeliges Bad. Nur für mich. Ich hoffe, ich finde noch eine Steckdose. Aus so ein Bad, weil sonst wird es problematisch. Also, was war? Wir sind angekommen. Schön und gut. Andere freuen sich. Ich freue mich auch. Es war Reizüberflutung, wie ich mir gedacht habe. Zu viele Japaner in Japan, wie ich es mir gedacht habe. Aber lecker schön. Also Flug war in Ordnung, kann ich mich nicht beklagen. Unterhaltungsprogramm war riesig. Man konnte Film gucken. Ich habe mir dann halt mal kostenlos Nachts im Museum 2 angeguckt. Spiele spielen. War einiges zur Auswahl. Dann konnte man diverse Musik-Playlisten hören, egal ob japanische Popmusik, koreanische Popmusik, chinesische Popmusik, gab's irgendwie alles. Und ein paar Musikvideos angucken, haben wir dann zum Frühstück gemacht. Bis zum Flughafen lief eigentlich alles ganz in Ordnung. Also selbst in Frankfurt. Ich glaube, ich habe mir das wirklich wie eine Tortur vorgestellt und irgendwie ging das so zack, zack, zack. Kaum im Flieger gesessen, ging es dann los, war die Zugfahrt. Nur ein bisschen, wie soll ich sagen, turbulenter beim Starten und Landen, aber ich habe es überlebt. Für das, dass ich seit 17 Jahren nicht mehr in einem Flieger gesessen bin. Stewardessen waren super nett. Boah. Angekommen war dann erstmal ins Land kommen. Ins Land dürfen, dann Gepäck abholen, dann haben wir noch jemanden kennengelernt, aber von der haben wir weder den Namen noch die E-Mail-Adresse oder ähnliches. Die macht jetzt halt hier ein Jahr lang sowas wie ein Auslandsding, keine Ahnung, die schafft hier ein bisschen was und dann mal wieder nicht. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann auf verlorenen Posten, also sie ist, wir müssen nach Shinjuku. Ja, dann sind wir am Flughafen umhergeirrt. Irgendwann hatten wir dann den richtigen Zug. Dann sind wir 1,5 Stunden ungefähr bis nach Shinjuku gefahren. Und in Shinjuku sind wir dann ewig lang rumgestanden und haben gewartet, dass überhaupt was passiert, weil wir keine Ahnung hatten, mit welcher Bahn wir fahren müssen. Mir tun jetzt, ich kann das wirklich sowas von sagen,
jeder einzelne Teil im Körper weh. Denn ich habe einen 18 Kilo schweren und mindestens kleinkindgroßen Koffer dabei gehabt und einen schweren Rucksack. Und zudem mussten wir ständig irgendwo was hochtragen, was runtertragen, rumlaufen, machen, tun und überhaupt. Ich habe, glaube ich, auch Blasen an den Fingern. Ja, ich glaube, es wäre schneller gewesen, wenn ich jetzt aufgezählt hätte, was mir nicht wehgetan hat oder was mir weh tut. Ich werde wahrscheinlich morgen einen tierischen Muskelkater haben. Hui. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, wie viel groß ist. Wie es aussieht, haben wir es 3/4 8. Wie geil ist das denn? Ich bin fix und fertig, obwohl ich im Flugzeug eine Stunde geschlafen habe und im Zug irgendwie auch mal kurz weg war. Ah, Züge sind sehr bequem. Ja. Hier angekommen, sehr spürbar. Boah. Hey, da stirbst du, da garst in deinem eigenen Saft. Und deswegen sehe ich jetzt auch gerade so fertig und zerstört aus. Komm, wenn er sei. Kann aber auch nichts dafür und ich ändere das jetzt auch nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe eigentlich auf gar nichts Bock mehr. Bin nur noch froh, wenn der Tag rumgeht und ich endlich ins Bett fallen kann, in dem ich schon sitze. Also nicht mehr lang. Wie schon gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist eine Steckdose. Eine verdammte Steckdose. Ich brauche nur eine kleine Steckdose. Nur für mich allein und für meine Kamera, damit ich den Film, den ich gerade gedreht habe, auf meinem PC überspielen kann. Anstrengend. Naja, das war jetzt mal der 28. und 29. in Kurzfassung. Vielleicht fällt mir ja noch was ein, wenn mein Hirn wieder ganz frisch ist. Und sonst weiß ich, dass es mir warm ist und dass ich in Japan ein Alien bin. Genauso eigentlich wie in Deutschland. Überhaupt kein Unterschied. Ich werde angeklotzt und hier werde ich angegrinst. Vielleicht werde ich auch ausgelacht, ich weiß es nicht. Aber in Deutschland werde ich immer nur blöd angeklotzt. Schon mal was Positives. Ich bin fix und fertig. Ich glaube, ich werde nachher noch in die Ein-Mann-Dusche gehen und mir irgendwie Wasser drüber laufen lassen, weil ich bab. Also, dann sage ich schon mal bye bye.